Verweigerung des Handschlags soll Einbürgerung nicht mehr verhindern. Vor kurzem las ich diese erfreuliche Schlagzeile in der Welt. Mein Gott, was fand ich dieses Theater immer albern. 20 Jahre in dem Land leben, arbeiten, seine Kinder zur Schule schicken, besser Deutsch sprechen als so manch Eingeborener. Aber dann, wenn die Einbürgerungsurkunde überreicht werden soll und ein Muslim aus religiösen Gründen lediglich freundlich lächelt und mit dem Kopf nickt, dann ist es aus mit dem deutschen Pass. So war es durchaus in der Vergangenheit. Auch von deutschen Gerichten abgesegnet. Aber jetzt wendet sich das Blatt. Man besinnt sich zurück auf die im Grundgesetz gebotene Religionsfreiheit. Endlich nimmt man Rücksicht auf die religiösen Befindlichkeiten der Muslime. Höhö. Wer es glaubt, wird cremig. Schon im besagten Artikel der Welt stand die Antwort, auf wen man eigentlich Rücksicht nimmt. Und in wessen Windschatten die Muslime gnädigerweise mitsegeln dürfen. Nicht aus Rücksichtnahme, sondern weil es sich halt nicht vermeiden lässt. Ich zitiere einmal. Teil der Neuregelung: Wer als strenggläubiger Muslim oder Jude Frauen den Handschlag verweigert, wird nicht von der Vergabe des Passes ausgeschlossen. Als hätte ich es geahnt. Ich erinnere mich, wie ein orthodoxer Rabbi mal in einer Talkshow beim Thema Handschlag meinte, das würde es bei ihm auch nicht geben. Tja, und da darf man dann auch nicht mehr viel zu sagen, oder? Muslime verweigern den Handschlag, jagt sie, verbrennt sie, gebt ihnen ja nicht den Pass. Oh, Juden machen das auch so. Okay, dann fällt das unter Religionsfreiheit. Muslime beschneiden Jungs im Kindesalter. Könnt ihr euch noch erinnern, das war vor einigen Jahren der Aufreger. Jagt sie, verbrennt sie, nehmt ihnen die Kinder weg. Ach, Juden machen das auch so. Okay, dann fällt das unter Religionsfreiheit. Schächten, Muslime schächten Tiere, bevor sie sie essen. Jagt sie, verbrennt sie, kauft kein Halalfleisch. Ach, Juden machen das auch so. Psst, das fällt unter Religionsfreiheit. Und nicht, dass man mich falsch versteht. Ich freue mich über jede Rücksichtnahme auf unsere jüdischen Mitbürger. Ich würde mich nur noch mehr freuen, wenn man auch ohne jüdischen Windschatten auf die Muslime Rücksicht nimmt. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten. Und Kinder kostenfrei mit anmelden.